So. Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Kanal Dimension Challenge Projekt mit dem unfassbar schönen LS Profi und den Gaming. Moin. Ah ja, Selbstlob cool, ja. Stinkt. Das ist auf jeden Fall cool. Also, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das Finale wird auf jeden Fall gut was geplant sein. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das wird auf jeden Fall ganz cool mit dem Finale. Und danach auch das Projekt, wenn es danach noch ein großes Projekt gibt, das kommt darauf an, wie lange der LS22 noch braucht, wird es auch ein anders cooles Projekt geben. Da planen wir jetzt seit 2 Monaten dran. Also, ich habe ja da mit einem aktuellen Script geschrieben für den Anfang. Alles durchgemacht. Du bist etwas leise. Ich war auch gerade in der Entfernung. Auf jeden Fall, da wird aktuell, da wurde ein Script für den Anfang geplant, das heißt, wie das Projekt so anfängt. Und ja, der Rest wird auch noch durchgeplant mit allem Zeug. Das muss ich aber noch mit der Teamleitung durchballern. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, bei mir werden auch ein paar Projekte kommen. Ich hoffe, mit den Herrn Kollegen auch wieder zusammen. Also nur mal so, das Projekt, was ich gerade drüber habe, bist du denn? Ah, da bin ich schon, da freue ich mich schon drauf. Zwar ja, weiß ich noch nicht, um was es geht, aber das hört sich schon gut an. Das wird ihr noch früher genug erfahren, Leute. Nur das braucht noch ein bisschen Zeit. Aber zum Glück haben wir das Projekt hier. Können wir nämlich das hier öffnen? Hey, was? Ich hör's auf, wenn so komische Geräusche zu machen. Jetzt bin ich wieder schuld, ja. Merke ich mir, Herr Kollege. Sorry, Leute, ich entschuldige mich für den Kollegen, der hat manchmal ganz schöne Anfälle. Du hast Anfälle. Einmal zusammenreisen. Ich will nicht weg, Mann. Aber das ist ja hier die Freitagsfolge, das heißt heute Abend. Wieder Livestream auf Twitch bei mir und beim Herrn Kollegen auf YouTube. Nicht vergessen, dass ihm immer in Kalender eintragen, damit ihr immer schön dabei seid und uns beiden supportet. Jetzt auch gar nichts mehr. Okay, lass mich ja nicht ausreden. Kein Problem, okay. Hey, ich wollte doch nur ein bisschen die Arbeit abnehmen. Ja, okay. Kein Problem. Okay, das nächste Mal rede ich gar nichts mehr. Mhm. Merkt man, jetzt noch 50 Folgen wird die Situation immer angespannter. Der Kollege wird immer unentspannter. 50 Folgen muss ich leider mit dem anderen Kollegen aufnehmen, weil es ihn dann nicht mehr gibt. Also nicht in dem Sinne, sondern ja, in dem Sinne halt. Ah ja, dann bin ich dann der Gewinner, oder wie? Dazu gibt es keine weiteren Fakten. Ah ja. Kurze Frage. Ja. Was machst du? Was machst du? Arbeiten. Was? Gras einsammeln. Ehrenlos. So Leute, machen wir jetzt einen coolen Screenshot hier von. Sorry. Chrissy wirbt aber ab und zu, das kann ich leider ändern. Immer bin ich. Ja, das mache ich jetzt so, weil du immer sagst, dass du angeblich immer schuld bist, dann mache ich das halt jetzt auch so. Weil ich ja angeblich nie an irgendwas schuld bin. Schauen wir uns jetzt die Presse, Leute, und dann können wir eigentlich lospressen. Ich will aber dieses Mal mit dem LKW pressen. Brauche ich nämlich jetzt hier alles ab und dran hin. So, dann direkt mit dem LKW losballern. Was willst du ballern? Du denkst ja nur an das eine. Ich hab mit deiner Freundin schon geschrieben.
Wahrscheinlich. Ich hab nicht so viel. Kennst du nur das eine? Ich hab keine Eisrätsel in den Dorf. Was? Was eine? Na. Natürlich hast du eine Freundin. Na. Oder willst du es nicht offen zugeben? Ich sag jetzt Real Talk, ich hab keine. Hey, bitte mich hier rollen, Alter, du hast eine. Na. Sag es mir doch zuletzt, dass du eine hast. Ich sag gar nichts. Oder ist da was im Privaten passiert, was du jetzt nicht offen und ehrlich sagen willst? Na, ich sag gar nichts. Ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts. Und du brauchst ja nicht deinen Anwalt spielen da. Ach so, ja, deswegen hat sie geschrieben, dass die über einen Ex redet. Was? Oh, Scheiße! Karma. Das war so irgendwie Karma. Jetzt mal Real Talk, du hast ja, dass du eine hast. Warte mal kurz, so, ich muss kurz das machen. Ach ja, herrlich. Herrlich ist das. Was ist herrlich? Nichts, nichts. Merk ich mal. Den kenn ich ja vom Kollegen. Aha, das werden wir die in Rechnung stellen. Warte doch nur. Jetzt zeigt er gleich mal 100.000 vom Konto ab, dann reden wir weiter. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Verschwind von meinem Hof, ich hab's genau gesehen. Ich hab gar nichts gemacht. Doch, hast du. Aber, also wenn du was du meinst, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Hab ich gar nichts. Merk ich mal. Ich weiß gar nicht, was du machst. Ich hab doch gar nichts gemacht. Immer so tust, als wenn ich was gemacht hätte. Du bist immer unschuldig, gell? Ja, ja. Ja, ja, schreib's gerne mal in die Kommentare, ob er immer so unschuldig tut. Natürlich. Ich bin immer unschuldig. Wegen dir. Merk ich mal. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob der Chris ein Psychopath ist, was? Nicht ernst nehmen. Natürlich, Leute, alles von kleines Späßle am Rande, was? Ich hab noch ein bisschen was an Käse, aber nicht so viel. Ein, zwei Käse-Dinger hier. Mehr nicht. Danke mal, Herr Kollege. Na, was denn? Nix. Was ist los? Minion. Oh, Alter, meine Brüste.
Jojo, der Herr Kollege. Ja, der Herr Kollege. Was denn? Erzähl doch ein bisschen noch was. Was soll ich denn erzählen, Minion? Erzähl noch was von dir. Mhm. Gibt's nichts zum Erzählen. Doch. Was denn? Wo du sitzt den ganzen Tag nur in der Bude und machst nichts. Wahrscheinlich. Weiß nicht. Junge, also kurzzeitig Gedächtnis oder was? Wahrscheinlich, hab ich gesagt. Wahrscheinlich. Ja, also sitzt du jetzt oder nicht? Was denn? Sitzt du den ganzen Tag in der Bude oder nicht? Na. Also kannst du ja was erzählen. Mir fällt aber gerade keine geile Story ein. Erzähl doch einfach, du brauchst keine krasse Story, erzähl doch einfach, was du machst. So, wenn du mal nicht in der Bude bist, wie immer. Arbeiten. Was? Was gibt's denn so Cooles auf der Arbeit? Hau mal raus. Gar nichts eigentlich, nur im Garten. Rasenmähen, Alter, das Gras wächst wie Unkraut. No, real talk. Bist du im Gartenlandschaftsbau oder was? Na. Hey, warum denn irgendwas von Gatten auf der Arbeit? Was? Na, privat. Kurz, Alter, fixen. Junge, ich bin morgen auch am Mähen. Also morgen nach der Aufnahmesession am also morgen. Samstags. Ja. Ja, was machst du auf der Arbeit so? Da bist du ja sanitäre Anlage, Gaswasser scheiße. Ja, oder? Wahrscheinlich. Da. Da gehörst du doch hin, oder nicht? Gaswasser scheiße. Vor allem zur Scheiße. Hallo? Leben Sie noch? Dann eben nicht. Ich lebe noch, aber mit Ihnen rede ich nicht. Wow. Das nehme ich jetzt aber als ernstzunehmende Beleidigung. So, dann ist das wieder die letzte Folge. Also Freitag, natürlich nicht vergessen, Livestream. Zerstören den Gegner. Meinst du bei mir? Ja! Mann! Was läuft, Minion? Es hat schon wieder. Was ist denn los, mein kleiner Junge? Erzähl! Nix ist los! Der dicke Macher wieder auf den Spielplatz geärgert. Was? Übrigens, ich will euch nur noch darauf hinweisen, damit bald einmal ein Special kommt. Also ein Video-Special. Und jo, da könnt ihr schon einmal gespannt sein drauf. Ich habe auch, ja. Und ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Der Kollege ist wieder neugierig. Ich habe auch, ja. Kannst gern dabei sein. Was ist das? Was? Was hast du vor? Etwas Besonderes. Hä? Hat was mit der Community zu tun? Oh ja, das auch. Da weiß ich was. Was denn? Hat was mit Häckseln zu tun. Was mit Häckseln? Ja. Na. Das ist ein Arsch. Aber das könnte man zu meinem Geburtstag gleich machen. Ui, wann hast du denn? Sag ich nicht. Im Sommer etwas. Okay, dann nimm nicht. Im August. Ja, ist so gar nicht. Ja. Im August habe ich Geburtstag, da können wir einen Livestream machen. Im Geburtstag Livestream, ja. Natürlich mit Special Guest, dem LS-Profi. Achso, ich dachte, da kommt jetzt deine Ex-Freundin. Wahrscheinlich. Weiß ich doch nicht, du wolltest dich doch mal zeigen. Und jo. Aber wir sind dann auch schon bald wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ja, Dude. Hey, Leute, ihr wisst, der Typ. Ihr verrät mir nichts.
Irgendwann werde ich mit dir erstes Wörtchen reden. Was denn? Nix was. Tobi, der Kaffee ist ausverkauft von mir, den kriegst du nicht mehr. Was ist ausgekauft? Der Kaffee. Der Kaffee? Koffein. Genau. Was ist der Koffein? Gutes. Guter Stoff. Geil. Willst du abmodden oder ich? Mach du. Meine lieben Freunde, das war's aber 10 mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Schaut auch vielleicht beim Grissi vorbei, auch wenn er mir nichts gönnt. Doch, ich gönne dem Herrn Kollegen was. Ja. Und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.